Als ich angefangen habe, beruflich hier in Biel, als Arzt habe ich geschafft im Centre Rocha, das hat damals Blaue Kreuz geheissen. Ursprünglich habe ich dort geschafft als Arzt und habe dort Patienten betreut. Und dort hat es ein Robert-Walser-Stübli gegeben. Im obersten Stockwerk, ganz wirklich versteckt, ist das Walser-Stübli gewesen. Und das war der erste Kontakt zum Robert Walser. Ich bin nachschauen, wer das war, der Robert Walser. So bin ich auf ihn gestoßen. Und das ist jetzt also 35 Jahre her. Und seitdem begleitet mich der Mann. Ich weiss ein bisschen etwas über seine Geschichte. Ich habe einiges gelesen. Und jetzt plötzlich ist dann die Skulptur auf Biel gekommen. Und das war ja eine riesen Anlaufstrecke, diese Skulptur. Und das hat mich sehr interessiert. Und dort bin ich dann ganz intensiv dahinter. Und nochmal, wenn ich etwas über jemanden schnell ein paar Informationen will, dann gehe ich Zitat lesen von diesem Mensch. Und da habe ich ganze Haufen gefunden von diesen Zitaten von Robert Walser. Und diese Zitate haben mich so imponiert, dass ich gefunden habe, das muss man weiterverbreiten. Das ist wirklich wertvoll. Und so bin ich zum Robert Walser gekommen. Zitat ist für mich quasi die kürzeste, komprimierteste Form von Dichtung, von Dichtung. Ich tue übrigens selber auch zunehmend dichten, quasi verdichten. Und Zitate sind sehr verdichtete Gedanken. Und das fasziniert mich. Und beim Robert Walser kommt dann noch etwas anderes dazu. Das ist eigentlich sie, man darf schon sagen, ein bisschen teils verschrobene Sprache, aber unheimlich reich und illustrativ. Das hat mir sehr gefallen an dem Spruch von Walser und an seinen Zitat. Also ich meine, als Beispiel dafür, wenn das Zitat, man lebt nicht, wenn man nicht für etwas lebt, das ist ja ein unglaublicher Fundus von Lebenserfahrung und von philosophischem Gedanken da drin, in diesen paar Worten. Das ist typisch für mich Robert Walser.